Also was wir aktuell erkennen, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa und global, ist quasi ein Zerfall der Welt. Sie zündeln, wo sie können. Und da muss man sich schon ein bisschen Sorgen machen. Das hat einerseits politische Gründe, weil natürlich man alles kontrollieren will, die Geldströme und so weiter. Also alle Leute sprechen vom Bargeldverbot, hört sich so komisch an. Nein, sie machen es in kleinen Schritten. Dann werden wir also den Scherbenhaufen wahrscheinlich im ersten Quartal des Jahres 2023 sehen. Liebe Zuschauer, die meisten von Ihnen kennen ihn wahrscheinlich. Ich habe heute Michael Mross als Wirtschaftsjournalisten, Autor und Betreiber von MM News hier. Michael hat bereits einige spannende Gespräche hier mit mir auf unserem YouTube-Kanal geführt. Und ich freue mich wirklich sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst, Michael, und unseren Zuschauern wieder mal Rede und Antwort stehst. Hallo. Ja, schönen guten Tag aus Berlin. Freut mich sehr, Michael. Die Lage ist ja aktuell etwas windig. Egon Bahr, ehemaliger SPD-Politiker, hat es folgendermaßen ausgedrückt in einem Zitat. In der internationalen Politik geht es nie um Demokratie und Menschenrechte. Es geht um die Interessen von Staaten. Merken Sie sich das, egal was man Ihnen im Geschichtsunterricht erzählt. Würdest du das heute auch so unterschreiben, was Herr Bahr damals von sich gab? Naja, also ich meine, ich fand den Bahr nie so gut, aber hier und da ist natürlich auch ein Fünkchen Wahrheit dabei. Also was wir aktuell erkennen, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa und global, ist quasi ein Zerfall der Welt, ein Zerfall der Werte, ein politischer Dissens, der nimmer endet und die völlige Fokussierung auf nebensächliche Themen und nicht das, was Wirtschaft und zum Beispiel auch hier in Deutschland, was Deutschland gut tun würde, sondern man zerfasert sich in irgendwelchen nebensächlichen Geschichten, in Gendergequatsche und sonstige Dinge. Und auch das EEG hat ja nun leider seine traurige Bilanz jetzt gezeigt. Die Situation, die Energiesituation in Deutschland dürfte sich ganz klar weiter zuspitzen. Ich weiß nicht, ob ihr gehört habt, dass zum Beispiel in der Schweiz, die ja ebenfalls ein Problem hat, jetzt die Elektroautos vielleicht verboten werden sollen, das Fahren damit, wenn der Strom knapp wird. Also irgendwie ist, wir gehen irgendwie in Richtung Absurdität. Und es scheint niemand diese Entwicklung stoppen zu können. Also der gesunde Menschenverstand und das große Einmaleins scheint nicht mehr weit verbreitet zu sein. Ich habe gerade jetzt, bevor wir hier mit dem Video begonnen haben, wir werden übrigens auch noch über Energie sprechen, habe ich mir gerade noch einen Beitrag durchgelesen von der Bundesregierung. Olaf Scholz hatte eben eine Schalte mit Wladimir Putin und da ging es darum, dass er ihn nochmal in die Schranken dafür weist und es für verwerflich betrachtet und er um solidarische Lösungen bittet, aber zeitgleich auch der Ukraine weiter die Zusagen macht, dass weiterhin die Unterstützung und vor allem auch Waffenlieferungen bestehen bleiben. Wie siehst du diese Entwicklung? Ich denke, viele Menschen haben sich tatsächlich in den letzten Monaten, gerade als es in Polen dann kurzzeitig die Nachricht gab, dass eine eventuell russische Rakete eingeschlagen ist, auch schon mit der Frage des Dritten Weltkriegs und womöglich vielleicht auch eines Dritten Weltkriegs auf europäischem Boden beschäftigt. Ja, was mich besonders erschüttert, ist eben, wie die Medien darauf reagiert haben. Also es wurde ja dann am nächsten Tag festgestellt, dass es die Ukraine selbst war, die diese Rakete abgeschossen hat, aus Versehen angeblich. Also sie zündeln, wo sie können. Und da muss man sich schon ein bisschen Sorgen machen. Und was mir hier so ein bisschen fehlt, ist eben, dass auch die Diplomatie völlig versagt. Ich denke, wir werden irgendwann an einem Tisch sitzen müssen, um dieses Problem zu beseitigen und auch um wieder Frieden herzustellen. Es geht nicht anders. Ob es jetzt ist oder in einigen Monaten mit noch mehr Kollateralschäden, bleibt abzuwarten. Ich prognostiziere aber, dass wahrscheinlich, das ist so mein Gefühl, im ersten Quartal des nächsten Jahres hier vielleicht doch eine Lösung in Sicht kommt. Denn die Russen sehen ja auch, dass sie nicht weiterkommen. Das ist ja völlig verfahren, was da abläuft. Und ich kann auch gar keine richtige Strategie erkennen, was da jetzt eigentlich passiert und was die jetzt eigentlich wollen. Also es ist eine verworrene Situation und da hilft nur, dass man miteinander redet. Und ich kann nur beten und ich glaube, wir alle, dass das auch irgendwann passiert.
Dem schließe ich mich auf jeden Fall an. Lass uns mal einen Blick auf die globale Lage über den Globus werfen. Es gibt ja einige Hotspots derzeit. Auch China ist wieder mal in den Fokus der Medien, der europäischen Medien geraten. Und zwar hat man in China, nachdem es dort zu einem Brand kam, in einer Station, in der entsprechend Menschen eingeschlossen waren aufgrund der Corona-Maßnahmen und in dieser Unterkunft 10 Menschen ums Leben kamen und 9 Menschen bzw. 9 weitere verletzt waren, da sind die Menschen mittlerweile auf die Straße gegangen und demonstrieren nicht nur gegen die Maßnahmen, sondern sie demonstrieren vor allem auch mittlerweile gegen die Kommunistische Partei und den so berüchtigten Xi Jinping. Ist das was, was wir in Deutschland deiner Meinung nach auch noch erwarten dürften? Ich sag mal, die Unruhe und die Unzufriedenheit in der Bevölkerung ist ja förmlich zu spüren. Ich war gerade auch erst in Berlin und man muss den Menschen ja nur die Gesichter schauen, dass sie förmlich unzufrieden sind. Wie schätzt du das ein? Ja, also ich sehe in China also die Covid-Situation als ein politisches Instrument. Es gibt ja immer wieder die Gerüchte, dass der Xi vor einem Umsturz steht, dass es Kräfte gibt, die ihn beseitigen wollen. Und für mich ist das ein ganz durchsichtiges Manöver. Also wenn es in Shanghai oder Guangdong oder wie die großen Städte heißen, irgendwelche Nester gibt, wo er Widerstand befürchtet oder das Aufkeimen eines Widerstands oder einer Opposition auch, dann sagt er, da sind 3 Covid-Fälle, jetzt verhängen wir Lockdown auf die ganze Stadt und auf die Hochhäuser. Was mich in diesem Zusammenhang sehr überrascht ist, dass die deutsche Presse doch sehr positiv über diese Proteste schreibt und über diese Demonstrationen. Ich meine, vor 1,5 Jahren, als wir sie hier in Deutschland hatten, war das Bild in den Medien eine ganz andere. Aber vielleicht haben wir ja auch ein bisschen dazu gelernt. Ja, die Menschen bzw. die deutsche Medienberichterstattung hat sich ja in den letzten Wochen auch ein Stück weit geändert. Zuerst hieß es, im Winter könnte es knapp werden. Habeck wurde auch durch die Presse gedreht und im wahrsten Sinne des Wortes kritisiert. Nun heißt es, die Gasspeicher seien dieses Jahr voll und unser Wirtschaftsminister scheint vielleicht sogar gute Arbeit geleistet zu haben. Was viele allerdings nicht wissen, ist, dass es im Falle eines kalten Winters bei weitem nicht ausreicht und die Pipelines sind gesprengt. Im Übrigen stellt sich auch keiner mehr wirklich die Frage, wer diese Sprengung verursacht hat, wer dahinter steckt. Das scheint alles nicht mal das Problem zu sein. In Wirklichkeit hat man den Schuldigen schon längst gefunden. Also all das wird den Menschen vorgekaut. Und ich halte für besonders kritisch, Michael, dass diese Krisenherde uns ja nicht nur im nächsten Jahr beschäftigen werden, sondern wir über Jahre hinweg diese Energieprobleme haben, wenn wir diese Lösung nicht finden. Wie schätzt du es ein, was passiert hier im Zusammenhang mit der Energiesituation in Deutschland in den nächsten Monaten? Der Winter steht bevor. Jetzt bei uns im Schwarzwald hat es heute bereits zum ersten Mal geschneit. Rechnest du mit schlimmeren Szenarien wie Blackouts, Brownouts? Siehst du das Ganze optimistischer? Ich weiß, du bist ja großer Dubai-Fan und verziehst dich dann zu der Jahreszeit auch mal gerne in die Sonne. Also ich denke, die Zeche für die Inkompetenz und der verfehlten Energiepolitik der letzten Jahrzehnte werden wir wahrscheinlich schon in diesem Winter zu spüren bekommen. Und das bedeutet natürlich, dass wir tatsächlich auch mit Stromabschaltungen, wie es so schön heißt, zu rechnen haben. Die Bevölkerungsschützer haben ja schon darauf hingewiesen, auch einige Stromenergieagenturen, die den Strom von A nach B schaukeln und bringen. Zum Beispiel in Baden-Württemberg, die haben gesagt, dass also irgendwann es tatsächlich zu Situationen kommen könnten, wo man einzelne Ortschaften oder Bereiche und Gebiete abschalten muss, um das Stromnetz zu sichern, um das Stromnetz zu schützen. Ich finde, diese Begründung ist immer so schön. Man schützt natürlich gerne, damit nimmt man den Kritikern sofort das Segel aus dem Wind. Und tatsächlich ist es aber doch so, dass wenn selbst die Medien jetzt darüber schreiben, man sich immer und immer wieder die Frage stellen muss, wie ist es denn überhaupt zu einer solchen Situation gekommen? Wieso bibbern wir jetzt einem möglichen Blackout oder Brownout entgegen? Da muss doch Ross und Reiter benannt werden. Das hatten wir doch 40 Jahre. Ich meine, ich bin jetzt über 60 Jahre, sowas hat doch noch niemand von uns erlebt. Und Schuld ist einzig und allein die grüne Politik, wo Ideologie vor gesunden Menschenverstand und wirtschaftliche Bedürfnisse geht. Wir hören, dass jetzt Industrie sich Gedanken macht, auszuwandern, abzuwandern in Länder, wo der Strom billiger ist. Ich meine, wir haben auch bei MM News immer wieder in den letzten 10 Jahren darauf hingewiesen, wohin diese Politik führt.
Ich meine, da muss man jetzt nicht Physik studiert haben, wenn man Kraftwerke abschaltet, Atomkraftwerke abschalten will und sonstige Dinge macht und gleichzeitig aber E-Mobilität fördern möchte, dass das irgendwie nicht gut geht und irgendwann zu einem Engpass führt. Und jetzt haben wir ja noch die Situation, die spitzt sich ja weiter zu mit Frankreich, wo 23 Kernkraftwerken von 56, 23 von 56 Kernkraftwerken sind da abgeschaltet. Das heißt also, Frankreich hat jetzt gestern auch schon eine Vorbereitung initiiert, wo es darum geht, einzelnen Ortschaften, einzelnen Regionen der Strom abzuschalten. Und ich denke, das wird bei uns auch irgendwann kommen. Und da muss man sich wirklich fragen, sind wir jetzt in der dritten Welt angekommen? Ja, wo ist die Kritik in den Medien? Wo werden die Verantwortlichen benannt, dass es zu einer solchen Situation gekommen ist? Ich bin viel gereist, du weißt es ja auch, in der dritten Welt, in Asien. Ich fahre jetzt nach Südafrika, da gibt es auch Stromabschaltungen. Aber da sagt man, okay, ist halt so, weil die können nicht richtig ihr Land managen oder sonst was. Aber wenn wir das jetzt bei uns haben, dann sprechen wir von einer ganz anderen Situation. Und das ist schon ein historischer Einschnitt. Ja, und ich glaube auch ein großer Unterschied zu den Power-Settings, die wir in Südafrika geplant im Übrigen, also die Menschen haben genaue Zeiten, wann das passiert, wann die entsprechenden Stromabschaltungen stattfinden ist, dass es dort warm ist, ja, dass man sich dort auch mal für eine halbe Stunde an den Pool legen kann. Hier hat man im Winter unter Umständen größere Probleme und vor allem, was auch einige Blackout-Experten sehen, ist natürlich, dass diese Brownouts nicht immer ganz kontrolliert stattfinden können. Das heißt, es kann auch zu Problemen kommen, das Stromnetz wieder hochzufahren. Wir sind ja gar nicht geübt darin. Und ich denke, das ist nicht nur neben der Frankreich-Thematik oder der Schweiz-Thematik, dass man E-Autos dort dann verbieten möchte im Falle eines Blackouts. Alles doch eine sehr, sehr abstruse Situation, die sich so Anfang dieses Jahres noch keiner vorstellen konnte. Und die Energiekrise... Stopp, lass mich nicht unterblicken. Also wir als kritische Medien haben zahllose Interviews und Artikel geschrieben, Experten benannt, die genau dieses Szenario beschrieben haben. Und ich habe es schon seit Jahren beschrieben mit meinen Experten. Und nur in den Medien, im Mainstream wurde es ja ignoriert. Und jetzt haben wir wurden auch belächelt. Wir haben vor 12 Monaten die großen Interviews gemacht und die Medien haben uns noch als Verschwörungstheoretiker für diese Blackout-Szenarien dargestellt. Und ich denke, die Zuschauer sind dir dankbar und auch uns, dass wir sowas tun. Nur die breite Bevölkerung, die 20 Uhr abends die Tagesschau anschaltet, hat sich wohl ja mit diesen Themen dann und mit dem Vertrauen auf die Medien ein Stück weit verlassen oder lässt sich verlassen. Die Energiekrise ist aber nur ein Problem, Michael. Wir haben die Lebensmittel- bzw. die Nahrungsmittelkrise, die sich immer weiter auftut, die sich zu einer neuen Flüchtlingswelle auch zum Teil wegen dem Ukraine-Krieg bewegt. Wir haben in Deutschland, wir kennen sie ja bereits aus der Merkel-Regierung, eine Welcome-Culture, jeder ist hier willkommen. Und auch das ist ein Thema, das in den nächsten Monaten, denke ich, viele Menschen beschäftigen würde. Wie geht man denn mit sowas diplomatisch um, damit man hier nicht direkt wieder eine gespaltene Gesellschaft hat? Wie würdest du das ganze Thema denn vielleicht auch aus Sicht eines kritischen Journalisten betrachten? Wie kann man mit sowas umgehen? Ich denke, die Schweizer haben für sich zum Beispiel auch ganz eigene Lösungen im Umgang mit Menschen, die in ein Land reinkommen, ob aus Not oder aus nicht. Also was die Spaltung der Gesellschaft angeht, glaube ich, so ist die schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Kann natürlich noch mehr werden. Aber also ich weiß gar nicht, wie das noch zunehmen soll. Ich meine, jeder hat es ja bei seinen Freunden oder bei seinen Bekannten erlebt, was er in den Bereichen überhaupt noch ansprechen kann. Es gibt so viele Tabuthemen, nicht nur die Migrationskrise, du weißt ja auch Corona-Berichterstattung und. Ich möchte das auch jetzt nicht vertiefen, wo man sich langsam rantastet und jeder von uns kennt die Situation, also gerade wenn ich auf Reisen bin und du triffst neue Leute, dass du dich ähnlich wie vielleicht damals in der DDR so fragst, oh, was kann ich jetzt noch sagen und ist der auf meiner Seite? Wie weit kann ich gehen oder halte ich lieber den Mund? Also was wir in den letzten Jahren gesehen haben, ist eine Entwicklung hin zu einer Maulkorbgesellschaft, wo sich eigentlich keiner mehr was zu sagen traut, weil er dann seinen Job verliert, weil er seine Karriere verliert oder weil er gesellschaftlich geächtet wird. Und ich bin gespannt, was da in Zukunft noch kommt. Aber was die Energiefrage angeht, da werden wir wahrscheinlich in diesem Winter sehen, wohin es führt.
Ja, ich bin sehr gespannt, ich bin vorbereitet. Ich habe für mich meine Vorbereitung auf das Unternehmen getroffen und ich weiß auch, wir haben eine Umfrage gemacht unter unseren Zuschauern. Über die Hälfte der Zuschauer hat für sich mittlerweile Vorbereitung getroffen. Und ich glaube, das zeigt wieder mal, wie wichtig es ist, dass man sich nicht nur in den Staatsmedien, sondern auch in den Alternativmedien eine Zweitmeinung einholt. Und die G20-Staaten haben gerade wieder mal für Aufsehen gesorgt. Und gerade für Menschen, die gerne viel reisen, wie wir beide auch, ist das eine maßgebliche Entscheidung, nämlich dass die digitalen Impfpässe nun durch die G20-Staaten gerade bei internationalen Reisen zur Pflicht erklärt wurden. Mit den WHO-Empfehlungen bzw. den Impfungen, die die WHO empfiehlt als Pflichteintragung. Warum spricht man hier überhaupt nicht mehr drüber? Ist es mittlerweile Gott gegeben, dass man so ein Ding braucht? Und oder hältst du es, wie gehst du mit dieser Thematik um? Also ignorieren kann man das nicht, aber ich glaube, dass das nicht durchsetzbar ist. Also ich fliege ja, wie gesagt, jetzt auch nach Südafrika, die wollen gar nichts mehr sehen. Ja. Und die meisten Länder wollen nichts mehr sehen. Ich meine, die sind ja nicht alle so wie hier Deutschland oder Europa. Aber was wir feststellen werden in der Zukunft ist Folgendes. Corona hat es wahrscheinlich schon immer gegeben, wir haben es nur nicht getestet. Und all das, was in diesem Zusammenhang in den letzten Jahren passiert ist, war wohl, und ich formuliere es, ein ganz, ganz großer Fehler. Und ich möchte es jetzt nicht härter formulieren. Aber ihr kennt ja meine Meinung. Und was ich meine ist, dass wir in Zukunft einfach damit leben müssen. Wir werden wahrscheinlich immer Inzidenzen zwischen 100 und 300 haben. Ja. Und davon geht aber die Welt nicht unter. Und das werden die Chinesen wahrscheinlich auch noch lernen. Hinzu kommt ja noch, wenn man sich zu hygienisch verhält und keine Menschen mehr trifft und sich separiert, dass dann das Immunsystem des Körpers gar nicht mehr richtig funktionieren kann, weil es lebt ja vom sogenannten Keimfluss. Das heißt, du brauchst ständig irgendwelche kleineren und größeren Infektionen, damit das Immunsystem überhaupt wie ein Muskel stark trainiert werden kann. Und das ist ja in den letzten ein, zwei Jahren ja auch fast nicht möglich gewesen. Und das trägt wohl auch dazu bei, dass die Zahlen ab und zu mal wieder nach oben gehen. Aber ich denke, wir gehen da den Weg Amerikas. Die haben ja Corona für beendet erklärt. Und die veröffentlichen auch gar keine Testzahlen mehr. Und ich kann nur hoffen, dass das in Europa und in Deutschland irgendwann auch passiert. Findest du es nicht auch dubios, dass gewisse Stiftungen, Institutionen immer wieder im Zusammenhang dieser Epidemie dann auch im Sinne irgendwelcher Planspiele in der Vergangenheit aufgetreten sind und nun auch immer wieder auftreten? Also ich nehme jetzt mal konkret zwei Namen in den Mund. Gates oder Rockefeller Stiftung, ist das in deinen Augen etwas, was man vielleicht auch mal beleuchten sollte? Weil sobald man diese Themen anspricht, wird man ja ganz schnell düster und dumm angeschaut und auch schon vielleicht ein Stück weit wieder in die Ecke gestellt. Aber ich finde, genau da sollte man hinschauen und noch Fragen stellen dürfen. Wo kommt denn der Journalismus in der heutigen Zeit sonst hin, wenn man genau diesen Geldgebern auch einiger Medienhäuser heute nicht mehr kritisch auf die Finger schauen darf? Ja, was soll ich dazu sagen? Ich meine, es gibt genügend alternative Medien, wo man sich die Informationen zu diesen Themen holen kann. Manche schießen aber dann auch übers Ziel hinaus, also Stichwort Verschwörungstheorien und so weiter. Man muss da wirklich mit Augenmaß drüber gehen und wir sind ja alle intelligent genug, bestimmte Informationen für richtig zu erkennen oder für falsch zu erkennen. Also auf diesem Gebiet sind leider auch viele Scharlatane unterwegs, muss man leider sagen. Und ob jetzt alles mit Bill Gates und Rockefeller zu erklären ist, weiß ich nicht. Dagegen sehe ich also den Lauterbach eher als Pressestelle und Handlanger der Pharmaindustrie und vor allen Dingen auch die Medien. Ich komme ja aus dem Medienbereich, war ja früher auch bei der ARD und so weiter. Ich weiß noch, dass wir das, was Pharma vorgab, immer sehr, sehr kritisch beäugt haben und sehr kritisch darüber berichtet haben, auch bei einzelnen Medikamenten und so weiter, auch was die Nebenwirkungen angeht und so und vertuschte Nebenwirkungen. Aber das sieht man ja nun heute überhaupt nicht mehr und das stimmt mich doch schon sehr nachdenklich. Wie würdest du den Menschen empfehlen, die nicht die Medienerfahrung wie du haben, für sich auch zu reflektieren, wo die Wahrheit liegt? Weil ich glaube, die Gefahr, gerade auch in den Alternativmedien, das sollten wir auch mal realistisch betrachten, ist natürlich, dass die Menschen nicht wirklich klar sind, wo die Wahrheit liegt, wie weit links, wie weit rechts, wie weit in der Mitte. Wie gehst du hier vor? Wie schaffst du dir hier deine Realität? Also ich schaue mir natürlich an, was in den Medien steht, auch wenn es manchmal weh tut. Aber ich habe dann meine Seiten, die ich aufrufe. Ich habe bestimmte hochrangige
Mediziner, Professoren, die will ich jetzt auch nicht nennen, wegen, ja, du weißt schon warum. Und es gibt genügend Informationsmaterial, und da verdichtet sich auch, welchem Kanal man jetzt noch trauen kann und welchem nicht. Und da bleibt es jedem selbst überlassen. Ich glaube, wir müssen jetzt hier nicht darauf hinweisen, was vielleicht noch interessant sein könnte, diese Dinge zu identifizieren. Ich meine, die findet man im Internet sehr schnell. Und dann wenn man dann fündig wird und sich das anguckt, kann man die Entscheidungen treffen, die man zu treffen hat für sich selber. Und diese Entscheidung, die ist eigentlich ganz, ganz wichtig. Und ich will nochmal einen Namen nun doch nennen, also Professor Wodak, der war ja am Anfang sogar im ZDF und hat gesagt, alles halb so schlimm. Das war, glaube ich, Anfang 2020. Und dann haben sie ihn gelöscht und so weiter. Aber den findet man ja im Internet. Und dann kann man ihm ja zuhören, was er zu sagen hat, genauso wie seine anderen Kollegen. Und ich ertappe mich dann immer selbst bei dieser Feststellung, dass warum traue ich diesen Leuten mehr als dem Mainstream, als dem Spiegel? Ich kann die Frage nicht beantworten, aber es kommt mir kompetenter, es kommt mir plausibler und es kommt mir vor allen Dingen kritischer daher. Das ist ja das, was ich brauche und was ich will. Und nicht das Nachgeplappere von irgendwelchen Pressestimmen der Pharmaindustrie, sei es jetzt Spiegel oder irgendwelche anderen. Den traue ich irgendwie nicht. Und ich glaube, das war auch richtig so. Dann lass uns doch mal einen Blick auf die Finanzmärkte werfen, Michael. Die BRICS-Staaten möchten mit einer digitalen Währung nun die Welt von der Dollarvorherrschaft befreien. Zumindest ist das die Idee. Ist die Welt bereit für eine derartige Lösung? Die können ja machen, was sie wollen. Also es gibt ja immer auch die Geschichte mit Russland und China, dass die da eine goldgedeckte Währung rausbringen. Wir alle kennen Fiat-Systeme, Geldsysteme, Money-Systeme. Im Prinzip gibt es ja Geld gar nicht. Das wissen ja deine Zuschauer wahrscheinlich. Es gibt nur Schulden. Und da muss man gucken, wem man da am meisten vertraut. Ich meine, wir haben ja die Möglichkeit, aus dem Euro rauszugehen und in den Dollar zu gehen oder in den Schweizer Franken. Das würde ich jetzt nicht empfehlen. Aber also ich kann mir nicht vorstellen, dass eine solche Währung, also gerade mit Russland und China, dass ich da meine Euros umtauschen würde und diese Währung kaufen würde. Die ist ja noch undurchsichtiger und vielleicht auch noch manipulierter als der Euro selbst. Und wenn die dann sagen, okay, ist alles mit Gold gedeckt, wer will das prüfen? Also ich sage immer, es gibt nur Gold ist Geld. Das sage ja nicht ich, das hat ja mal ein berühmter Banker gesagt. Und alles andere ist Kredit. Und das ist das, was man wissen soll. Und ich meine, das Gold hat ja in den letzten Tagen, Wochen auch ordentlich zugelegt. Wir haben bei uns im Club, im MM-Club, Börsenclub, da ja einige Gold- und Silberaktien empfohlen. Die sehen also wirklich sehr, sehr, sehr gut aus. Und wer jetzt keine Aktien kaufen will, der kann ja Gold oder Silber beim Händler um die Ecke kaufen. Ich denke, all along ist das alternativlos. Wir haben es oft gesagt. Deshalb stellt sich die Frage nicht, ob BRICS eine neue Währung rausbringt oder nicht. Also am Ende werden die Rohstoffe wahrscheinlich doch in Dollar gekauft oder getauscht oder wie auch immer. Und Dollar ist nun mal im Moment die größte Währung. Aber eins steht fest, also solche Währungssysteme haben in der Regel eine Laufzeit von 60 Jahren. Und dann muss man gucken, wie es weitergeht. Und den Dollar, so wie wir ihn kennen, den gibt es ja praktisch erst seit 1971, Genau. 1971, nachdem also der Goldstandard beim Dollar entfernt wurde. Und nun sind wir da in der Endphase, im Endgame. Also vielleicht läuft es noch 10 Jahre. Also ich glaube jetzt im Moment nicht unmittelbar daran, dass Währungen irgendwie crashen können. Aber ich glaube schon daran, dass Währungen schleichend entwertet werden, dass die Inflation euch die Kaufkraft stiehlt. Und es kann für die Zukunft es kann in der Zukunft nicht gut sein, seine Währung nur in Geld, seine erarbeitete Kraft, seine Kaufkraft
nur in Währung festzuhalten. Das dürfte nicht funktionieren. Und wir sehen es ja auch mit einer hohen Inflationsrate von 10%. Wer es glaubt, wird selig. Wahrscheinlich ist es mehr. Sind wir jetzt in diesem Jahr 10% ärmer geworden. Und ich erinnere daran, meine Mutter hat mir mal 1992 eine Unze Gold geschenkt, eine Unze Krügerrand. Die hat damals umgerechnet 125 Euro gekostet. 125 Euro. Und das sage ich auch meinen Zuschauern immer, daran seht ihr, dass auf lange Sicht Gold nach oben geht. Also das ist die ultimative Währung und vor allen Dingen interessant auch, es ist ja eigentlich eine Kryptowährung, weil sie sehr anonym ist. Und es ist eine Währung, die sich seit 6000 Jahren bewährt hat. Also ich meine, im Moment ist es natürlich so, dass Gold jetzt nicht gerade in ist. Auch gerade bei den jüngeren Zuschauern, die sagen Gold und Silber langweilig. Wir gehen vielleicht lieber in Krypto oder sonst was, Bitcoin, aber da haben wir jetzt auch ein Waterloo erlebt, so dass ich schon denke, dass es ein Umdenken gibt, auch in Zukunft, in Richtung Edelmetalle. Und wenn das Gold fällt und manche Leute fragen mich, ja, der Goldpreis ist jetzt mal ein paar Dollar gefallen, was mache ich jetzt? Das ist doch völlig egal. Also wenn ihr einen langen Zeitraum habt, ich habe eben das Beispiel genannt, Krügerrand 1992, dann muss es steigen. Also davon gehe ich fest aus. Und viele wissen auch nicht, dass 1967, als die ersten Krügerrand ausgegeben wurden, allerdings hatten wir damals noch die Golddeckung in den USA, die ersten Krügerrand 20 Dollar gekostet hatten, umgerechnet, was natürlich unglaublich ist, wenn man heute sieht, dass er vielleicht 1800, 1900 Dollar kostet. Im Übrigen, was wir feststellen jetzt gerade in den letzten Jahren, Michael, dass immer mehr junge Menschen sich diesem Thema öffnen, gerade auch, wie du sagst, nach dem Crash oder im Waterloo im Kryptobereich oder auch im Aktiensektor. Viele Menschen, die die letzten Jahre quasi blind jedem MSCI Global, also jedem ETF hinterhergelaufen sind und gesagt haben, das ist die ultimative Lösung, erleben jetzt auch gerade ein böses Erwachen. Und es kann Jahre vielleicht dauern oder Jahrzehnte sogar, bis die Erholung wieder da ist, wenn wir derart weitere Geschwindigkeit in dieser Entwicklung, in dieser Krise sehen. Aus diesem Grund wünsche ich mir natürlich auch, dass die Menschen verstehen, was echtes Geld ist. Es gehört aber nicht nur Gold oder Silber in ein Portfolio, sondern ein breit gestreutes Portfolio hat viel mehr. Deswegen, wie gesagt, ich empfehle gerne den Zuschauern auch mal deinen Club, den verlinken wir unter dem Video. Dort sprecht ihr über sehr spannende Entwicklungen in den entsprechenden Einzelwerten und vor allem habt ihr auch eine gute Trefferquote und deswegen freue ich mich natürlich auch, wenn der ein oder andere sich im Börsenbereich mit diesen Tipps auseinandersetzt, die ihr hier gebt. Ein Stück weit möchte ich aber noch mal kurz in das Währungssystem zurückkehren, wenn du auch sagst, es ist im Prinzip völlig egal. Ich sehe aber eine Entwicklung, die wahrscheinlich nicht egal sein dürfte, und zwar die große Gefahr, die parallel zu den Papier- und den Fiat-Geldwährungen läuft, dass es zu den CBDCs kommt. Und Lagarde hat es gesagt, 2023 soll der erste Prototyp des digitalen Euro getestet werden. Zeitgleich bereitet man ein Gesetz vor, auch zu einem digitalen Euro, zu einem E-Euro auf EU-Basis. In den USA ist gerade das Wettrennen gegen den Euro, also gegen den digitalen Euro am Starten. Also es soll einen digitalen Dollar geben. Die Chinesen haben bereits 260 Millionen Menschen in dem digitalen Yuan. Also unser System verändert sich. Aber Lagarde sagte auch zeitgleich, diese digitale Währung soll nicht zum Sparen gemacht sein. Das bedeutet, man gibt ja schon ganz offenkundig bekannt, wo die Entwicklung hingeht. Und ich sehe ein riesiges Problem darin, dass die Menschen alle ihre Daten offenlegen, weil wir dann auch alle zu 100% transparent und durchleuchtet sind und vor allem abhängig. Siehst du diese Gefahr denn nicht? Natürlich sehe ich die auch. Ich bin ein totaler Befürworter des Bargelds und ich nehme mit Erschrecken wahr, dass immer weniger Menschen aber von dieser Gelegenheit überhaupt Gebrauch machen. Kaum jemand erkennt die Freiheit, die wir durch Bargeld haben und bezahlen ihren letzten Espresso mit einer Kreditkarte. Das ist ein völlig falsches Mindset. Also ich rufe alle Menschen dazu auf, ein paar tausend Euro oder ein paar hundert Euro zu Hause als Reserve zu haben, für den Fall, dass der Strom mal ausfällt. Ganz, ganz wichtig. Brownout oder Stromabschaltungen. Dann könnt ihr nämlich eure Kreditkarte vergessen. Aber das Wichtigste ist ja, dass sie das Bargeld gar nicht verbieten müssen. Also alle Leute sprechen vom Bargeldverbot, hört sich so komisch an. Nein, sie machen es in kleinen Schritten. Die Innenministerin will jetzt also Bargeldzahlungen oberhalb 10.000 Euro verbieten, dann wird es 5.000, dann wird es 1.000, am Ende geht es gar nicht mehr. Also im Moment ist ja Bargeld noch das einzig gesetzliche Zahlungsmittel. Um es nochmal zu betonen, Bargeld ist das einzig gesetzliche Zahlungsmittel
Und ihr habt das Recht, auch bei Buden, die nur Kreditkarten annehmen, bar zu zahlen. So steht es im Gesetz. Und nochmal der Aufruf, wir sollten Bargeld ehren. Wir sollten auch größere Dinge bar bezahlen, damit die Bargeldkultur erhalten bleibt. Man kann ja auch ein Auto bar bezahlen. Ja, man geht mal zur Bank und holt sich das Geld ab. Oder in Dubai kaufen sie für 1 Million eine Wohnung, wird da auch bar bezahlt. Also was man im arabischen Raum sieht, ist, dass das Bargeld da noch eine viel größere Bedeutung hat. Und was man bei uns sieht, ist, dass es eben eine abnehmende Bedeutung hat. Das hat einerseits politische Gründe, weil natürlich man alles kontrollieren will, die Geldströme und so weiter. Aber andererseits, und das ist bedrückend, hat es natürlich auch die Gründe darin, dass die Leute das irgendwie schick finden, mit einer Kreditkarte jeden Mist zu bezahlen. Macht das bitte nicht. Habt ein paar Euros im Portemonnaie und nochmal, ich weiß nicht, ob wir es eben noch schon gehabt haben, also auch für den Fall des Stromausfalls und so weiter, der ja sehr immer wahrscheinlicher wird, nutzt ihr die Kreditkarte gar nichts. Und meine Meinung zu diesem digitalen Euro, ich glaube, der kann so schnell nicht kommen, weil wie will man Oma Müller mit einer Wallet und was weiß ich was beglücken, das verstehen doch viele Leute gar nicht. Ich meine, ich komme ja auch aus dem Kryptobereich. Also da, das ist alles viel, viel schwieriger. Also Bargeld ist schon eine schöne Erfindung. Ein 100-Euro-Schein in deinem Portemonnaie verbraucht keine Energie und du kannst davon was kaufen. Du brauchst keine Wallet, du brauchst keinen Strom und kein gar nichts. Das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, wenn du es schon ansprichst, Michael, du kommst aus dem Kryptobereich. Im Kryptobereich hat man gerade viele Schlagzeilen gelesen bezüglich FTX. Und hier sind wir ja auch bei den Risiken, ob es jetzt in Bezug auf Geld die ausfallenden Terminals sind, dass die Menschen nicht mehr digital bezahlen können mit ihrer Karte, oder auch im Kryptobereich, dass viele Menschen Millionen verloren haben oder große Ersparnisse verloren haben, die auf einer Börse gespeichert waren und nicht auf einer eigenen Wallet. Das hat für ein Beben gesorgt. Der Bitcoin-Preis ist weiter eingebrochen. Die Kryptomärkte sind alle etwas in der Abwärtsphase. Siehst du das auch als eine Veränderung in diesem Sektor? Glaubst du, hier verlieren Menschen mittlerweile auch ein Stück weit das Vertrauen, oder denkst du, das ist ganz normal in der Entwicklung von einer komplett neuen Anlageklasse, wenn man so sagen möchte? Also wir hatten riesige Übertreibungen im Kryptobereich. Wir haben Millionen von Scharlatanen, die irgendwelche Blockchains anpreisen. Wir haben unheimlich viel Betrug gehabt und wir haben auf den guten alten Bitcoin eine Art Derivate-Kartenhaus aufgebaut, das also absurde Dimensionen angenommen hat und mittlerweile auch zusammenbricht. Und das ist eine gesunde Entwicklung. Also ich persönlich bin ja auch Bitcoin-Fan. Aber was man da in der Szene in den letzten Jahren miterlebt hat, das war schon hanebüchen. Und ich erinnere das immer noch, meine jungen Leute kennen ihn gar nicht mehr, den neuen Markt. Also da gab es dann irgendwann mal die Mobilcom und dann gab es noch 100, 200, 300 andere. Und das waren alles Fake-Firmen irgendwie, sind am Ende alle auf Null gefallen. Und so ähnlich sehe ich das jetzt auch im Kryptobereich. Da ist sehr viel Silly Money drin, sehr viel dummes Geld. Also manche Leute kaufen das nur, weil sie eben spekulieren wollen und nicht, weil sie die Vision hinter dem Bitcoin oder hinter dem Kryptobereich sehen. Und das wird jetzt alles bereinigt. Jetzt werden diese ganzen Leute mit eisernem Besen aus dem Markt gekehrt. Und eigentlich interessiert es mich gar nicht so sehr, wo der Bitcoin oder auch Ethereum noch hinfallen können. Das Einzige, ähnlich übrigens wie bei Gold, ist, ich glaube, am Ende bleiben sie übrig. Und deshalb kann man sicherlich davon ausgehen, dass der Bitcoin, wenn diese Marktphase mal vorbei ist, doch tatsächlich dann das als nächstes Kursziel die 100.000 in Angriff nimmt. Ich habe gerade ein sehr spannendes Gespräch mit einem sogar ehemaligen DAX-Konzernvorstand gehabt, und der im Übrigen nicht mehr in Deutschland lebt. Und er sagte in einem Nebensatz: Herr Kettner, für mich sind die nächsten 5 bis 10 Jahre kein Zeitalter, in dem es darum geht, möglichst viel Geld zu verdienen, sondern in den 5 bis 10 Jahren geht es einzig und allein darum, möglichst wenig zu verlieren. Und ich denke, wenn man das aus dem Blickwinkel betrachtet, dann stimmt deine Antwort genau auf das oder mit dem überein, nämlich die richtigen Assets zu besitzen in den nächsten Jahren, mit denen man eben keinen Verlust oder zumindest einen möglichst geringen Verlust im Vermögen sieht. Aber nach kommt vor allen Dingen darauf an, dass man also so einen weiteren Investitionshorizont hat, ja, dass man jetzt nicht unbedingt das kauft, das komplett gehypt ist und so weiter. Wir erinnern uns an Krypto im letzten Jahr, Bitcoin bei 60.000.
und so weiter. Also dass man also sich auf die Dinge konzentriert, die noch nicht so im Blick der Öffentlichkeit sind und über die überhaupt keiner spricht und oder nur wenige Leute sprechen. Und da finde ich also zum Beispiel Edelmetalle ganz interessant, weil da kann man sagen, die sind im Moment so ein bisschen aus der Mode. Hm. Und deshalb glaube ich, dass sie aber neu und wiederentdeckt werden in den nächsten Jahren. Und dann gibt es natürlich auch einzelne Aktiengruppen, die man nennen kann, was wir auch im M-Club tun, wo man sagt, also das ist niedrig bewertet, das ist Value for Money, da spricht keiner drüber und das ist eine gute Geldanlage. Also beispielsweise hatte ich mich für die gute alte Deutsche Telekom stark gemacht, ob total langweiliger Wert, aber die steht wie ein Fels in der Brandung und ist eben nicht gecrashed, während einige andere Sachen dann doch stark nach unten gegangen sind, weil sie eben so stark gehypt sind, insbesondere im Hightech-Sektor. Aber auch da gibt es neue Kaufchancen, denn auch da gibt es Unternehmen, die in den nächsten Jahren ihre Marktführerschaft weiter ausbauen und damit auch auf jeden Fall Verdoppler und Vermehrfacher sind. Super. So, dann gucken wir uns noch mal eine Prognose an vom IWF. Und zwar wird laut IWF ein Drittel der Weltwirtschaft bis 2023 in eine Rezession rutschen. Wir sehen es ja bereits in den USA, die Entwicklungen, seit die Zinsanhebungen da sind und man gefühlt den Menschen suggeriert, dass es jetzt mit den Zinsen erstmal nur bergauf geht, wobei die ersten Zentralbanker zurückgerutscht sind, rutschen die USA auch immer weiter in eine Rezession. Glaubst du, 2023 wird ein Jahr, das im Stern der Rezession zu riesigen Verwerfungen führt, oder siehst du das Jahr eher als das Jahr der Chancen? Wie gehst du auch vom Mindset an das nächste Jahr ran? Also das, was die Notenbanken und insbesondere die Fed, die US-Zentralbank, da anrichtet, wird ganz grauenvoll werden. Das ist meine persönliche Meinung. Die richten die Wirtschaft in den USA zugrunde und noch merkt man das nicht so richtig, denn das sind ja immer Effekte, die erst später in Erscheinung treten in der Realwirtschaft. Aber was die Fed macht, die macht da wirklich jetzt Tabula Rasa. Und das wird zu großen Arbeitslosigkeit führen in den USA. Es wird aber auch zu Unternehmenspleiten führen. Es wird dazu führen, dass Gewinne der Unternehmen drastisch sinken werden. Und dann werden wir also den Scherbenhaufen wahrscheinlich im ersten Quartal des Jahres 2023 sehen. Und davon wird natürlich die ganze Welt betroffen. Wenn Amerika nicht läuft, dann läuft eigentlich nichts. Und wir werden meines Erachtens dann im Laufe des Jahres 2023 eine Kehrtwende in der US-Geldpolitik sehen, sodass sie mit den Zinsen dann auch wieder runtergehen. Das wird ja im Moment an der Börse schon so ein bisschen vorweggenommen, dass man sagt, die können eigentlich nicht viel höher gehen, es sei denn, die wollen eben alles zerstören und so weiter. Also kann ja auch noch sein, dass sie das wollen. Also ich denke, dass sich die Situation im Energiebereich, also was die Rohstoffpreise für Gas und Öl und Kohle angehen, sich nun noch vielleicht doch etwas beruhigen wird. Jedenfalls, dass wir die Steigerungsraten dieses Jahres im nächsten Jahr nicht sehen werden, was natürlich wichtig ist für die Inflationsrate. Das heißt, die ist vielleicht dann nicht mehr so hoch wie in diesem Jahr. Und dann können die Notenbanken eben auch mit den Zinsen wieder runtergehen. Aber eins muss man ja wissen. Also die Notenbanken sind dazu da, die Kaufkraft der Währung zu verringern oder die Währung zu entwerten. Also unterm Strich ist es ja so, dass die Staaten immer mehr Schulden machen und die Notenbank dazu da ist, dass die Schulden weniger wert werden, sprich also, dass das Geld weniger wert wird. Das war aber schon in den letzten Jahrzehnten und seitdem es Notenbanken gibt, so. Und wer sich die Kaufkraft des Dollars in den letzten 100 Jahren angeguckt hat, ich glaube, ein Dollar hat 95% seiner Kaufkraft verloren. Und das ist das, was man wissen muss. Und also diese ganze Zinsspiel, das die da treiben in den USA, ist eigentlich eher nebensächlich. Zumal die hohe Inflationsrate, die wir aktuell haben, ja natürlich nicht davon geprägt ist, dass der Konsument die Geschäfte stürmt und die Regale leer kauft, weil er so viel Geld hat,
sondern diese hohen Inflationsraten sind ja nur getriggert durch die hohen Ölpreise, Gaspreise und so weiter, Energiepreise. Und da kann eine Notenbank, das müssen sie mal zugeben, wollen sie aber nicht, ja leider gar nichts machen. Ja, was sie also tun, ist Folgendes. Sie schütten noch mehr Sand in das Getriebe. Der normale Mensch, der normale Consumer, auch in Deutschland, hat ja schon weniger Geld. Gibt ja schon das meiste für Energie und so weiter aus. Den Rest verliert er noch über 10% Inflation. Das heißt, die Leute haben weniger Geld in der Tasche. Und in diesem Zustand die Zinsen zu erhöhen, halte ich also für äußerst gewagt und für äußerst destruktiv. Und ich denke, dass da vielleicht im nächsten Jahr auch ein Einsehen erfolgt. Siehst du Parallelen zu den 70er Jahren in dem Zeitalter in der Stagflation, das heißt in einer stagnierenden Wirtschaft und einem steigenden Inflationsszenario, als Paul Volcker dann irgendwann auch gesagt hat, okay, es reicht, ich hebe die Zinsen übers Inflationsniveau an? Oder glaubst du tatsächlich, das ist nicht vergleichbar, weil heute viel größere Geldmengen und ganz andere Verschuldungsgrade im Spiel sind? Ja, letzteres ist ja das Wichtigste. Also wir können uns nicht mit den 70er Jahren vergleichen. Heute haben wir eine Weltschuldenmenge von, ich glaube jetzt, 280 Billionen Dollar. 280 Billionen. Und darauf müssen Zinsen gezahlt werden. Und der Schuldner kann irgendwann nicht mehr. Das heißt also, wenn du das System erhalten willst, dann musst du die Zinsen nach unten nehmen. Das ist also meine persönliche Geldsystemlogik. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Eurozone anschauen, ich meine, da wurden ja jetzt die Zinsen 10 Jahre lang nach unten manipuliert. Warum? Weil schwaches Italien, Südschiene, Griechenland und überhaupt, damit der Euro noch funktioniert. Also wie kann es denn dann sein, dass man jetzt plötzlich die Zinsen anheben kann? Jeder weiß, dass es gar nicht geht. Also Italien kann eben nicht mehr als 4,5% zahlen. Und ich glaube, dann sind sie auch schon pleite. Also insofern glaube ich, dass die Zinsen am Ende zwangsläufig gesenkt werden müssen. Das begreift übrigens auch der Goldmarkt, habe ich so das Gefühl, in den letzten Tagen. Also das Gold hat ja einen ganz schönen Sprung nach oben gemacht, weil jetzt klar wird, dass also die Notenbanken A mit den Zinsen wieder runter müssen und B die Inflation gekommen ist, um zu bleiben. Also was macht man dann? Also dann macht man am besten kein Sparbuch auf, sondern kauft ein bisschen Gold, ein bisschen Silber oder Sachwerte. Ich glaube, was viele auch nicht wissen, ist, dass wir mit Gold in den letzten 12 Monaten immerhin 9% im Plus sind, wo wir andere Assets sehen, die teilweise zweistellige Minus liegen, und ich denke, hier sind wir auf jeden Fall gut aufgehoben. Wie siehst du heute in den aktuellen Zeiten aus dem jetzigen Blickwinkel denn ein gesundes Portfolio eines Anlegers aufgehoben? Ich möchte jetzt gar nicht die Verteilung, sondern grundsätzlich, welche Assets gehören für dich in dieser Zeit, auch in der Zeit, in der die Gefahr besteht, dass Menschen enteignet werden, auf Knopfdruck enteignet werden? Was würdest du heute in ein Portfolio packen? Du hast ja schon ein bisschen aus den Nähkästchen geplaudert. Bitcoin, Gold, Silber, gibt es noch andere Assets, Aktien, welche Aktien und Anleihen, wie würdest du dich jetzt derzeit positionieren? Ja, wir haben auch bei uns im MM-News Club immer wieder diese Fragen erörtert. Es geht ja um den Vermögensaufbau für eine bessere Zukunft und auch, dass man das Geld für sich arbeiten lässt. Also ich hatte da vorgeschlagen, dass man, und ich bin überhaupt kein Anleihe-Fan, dass man jetzt auch daran denken könnte, und das habe ich aber schon im Sommer vorgeschlagen, als die Zinsen für 10-Jährige in den USA bei 4,5, 4,3% waren, dass das eine historische Chance ist, auch mal ein paar Anleihen ins Depot zu nehmen. Dann kriegt man die 4,3% sicher und die Knete wird am Ende sicher ausgezahlt. Und da ich ja davon ausgehe, dass die Zinsen sinken, steigt der Bond, also die Anleihe geht dann nach oben, sodass man da nach meinen Prognosen in den nächsten Jahren locker 20-30% macht. Zusätzlich zu den Zinsen. Darüber hinaus ist natürlich eine gesunde Aktienallokation auch wichtig, meines Erachtens. Wir haben im Club über die DAX-Schnäppchen zum Beispiel gesprochen. Die gibt's jetzt immer noch. Die sind halt nur ein bisschen teurer geworden. Aber wenn man eine Deutsche Post sieht oder eine BASF, eine, ja, auch Bayer, ich meine, viele dieser Aktien notieren unter Buchwert. Also beispielsweise auch BMW und Volkswagen. Das konnte man sich früher überhaupt nicht vorstellen. Man kriegt diese Unternehmen quasi zu einem Discount an der Börse. Und das sind eigentlich historisch gesehen, also wenn jetzt die Welt nicht zusammenbricht, gute Einstiegskurse. Jedenfalls besser als eine Netflix bei 700 zu kaufen. Und dann muss man natürlich gucken, dass man auch ein bisschen international
ausgerichtet ist. Ich habe immer vor China gewarnt, immer. Also keine chinesischen Aktien, ist mir zu undurchsichtig. Oft auch Betrug im Spiel. Und außerdem gibt es ja genügend andere Unternehmen in der westlichen Welt, die ebenfalls sehr interessant sind. Wir haben den Lithiumsektor besprochen. Das ist ein eigenes Kapitel im MM-Club, MM-News-Club. Der ist nach oben geschossen wie nichts. Wahnsinn. Der ist jetzt auch ein bisschen heiß gelaufen. Aber jetzt ist die Frage zum Beispiel, was machen wir mit Uranaktien? Finde ich gar nicht schlecht. Haben wir auch ein extra Kapitel im Club, weil ich glaube, dass Kernenergie in Zukunft dann doch alternativlos sein wird. Also wichtig ist, dass man also je nach Risikoverhältnis sich auf bestimmte Aktiengruppen fokussiert, ja, dass man nicht quer durch den Gemüsegarten kauft, sondern sagt, okay, jetzt haben wir die Anleihen, die sind meines Erachtens sehr attraktiv, obwohl jetzt nur noch bei 3,6%, okay, kann man auch noch machen. Dann kauft man ein paar solide deutsche Aktien aus dem DAX oder auch europäische Aktien. Öl, Energiewerte, auch billig, auch dividendenstark. Dann gibt es noch die sogenannten Dividendengruppe, mit Aktien, die also teilweise bis zu 10% Dividende zahlen. Ja, die gibt's. Ist natürlich auch nicht gesichert, dass die immer gezahlt wird. Aber wenn man schaut, ob sie in den letzten Jahren immer wieder gezahlt wurde, dann ist es relativ sicher, dass sie vielleicht auch in Zukunft gezahlt wird. Also da würde ich ganz nach Gusto vorgehen. Das Einzige, was man eben nicht haben sollte, ist Cash. Also Bargeld ist in diesem Jahr mindestens 10% wertloser geworden. Aktien sind zwar auch gefallen, aber in der letzten Zeit dann doch wieder gestiegen. Also die Werte, die wir da im Club hatten, die haben zum Teil 10-20% gemacht, was viel ist für diese großen Teile. Und ich denke, dass der Aktienmarkt, aber auch der Gold-, der Edelmetallmarkt am Ende ja eine Funktion des Geldes ist, dass die Notenbanken in den Kreislauf spülen, ja. Mhm. Und je mehr die das tun, und da gibt es ja leider alternativlos, weil das Geldsystem nun leider auf Expansion aus ist, also, sie müssen es tun. Also wenn sie mehr Geld drucken, müssen die Assets steigen. Das machen sie natürlich nicht 1:1, da gibt es Verwerfungen und dies und jenes. Aber am Ende steigen sie. Und auch gerade Aktien neben Edelmetallen sind natürlich auch ein guter Inflationsschutz. Das hat die Geschichte immer wieder bewiesen. Und übrigens auch zuletzt der Verfall der Währung in Simbabwe, wo die Börsen dann zum Schluss am Tag 100% gestiegen sind. Ja, und ich glaube, in der Zeit, in der wir die Veränderungen erleben, die wir derzeit sehen, passt kein Zitat besser als das von Harrison Ford, der sagte, große Veränderungen in unserem Leben können auch eine zweite Chance sein. Und ja, ob das jetzt auf finanzieller oder auf privater Ebene ist, wer weiß es besser als du oder vielleicht auch als ich. Wir haben beide schon Schicksalsschläge erleben müssen. Und ich glaube, man muss diese Zeit auch einfach als Chance betrachten, sich mit den richtigen Themen, mit den richtigen Ideen befassen, über den Tellerrand hinausschauen. Und ich denke, die Menschen, die dir hier in diesem Anlageclub folgen, beziehungsweise auch unsere Zuschauer auf deinem YouTube-Kanal, den verlinken wir nämlich gerne auch unter dem Video oder auf unserem YouTube-Kanal, sind bestens informiert und sollten einfach hier am Ball bleiben. Liebe Zuschauer und lieber Michael, ich bedanke mich erstmal bei dir für deine Zeit. Ich lasse dir das letzte Wort. Ja, also dieses Zitat, das du da genannt hast, ist gut, ist richtig. Wir dürfen bei allen Problemen, die uns umgeben, nicht nur politischer, sondern eben auch manchmal privater oder gesundheitlicher Natur, die Hoffnung und den Mut nie aufgeben. Wir müssen immer wieder optimistisch bleiben, das ist eigentlich alternativlos. Und wir müssen aus den Dingen lernen, wir müssen das Beste draus machen. Und insofern glaube ich, war das Zitat, das du eben genannt hast, sehr, sehr gut. Und am Ende gilt auch immer, das Wichtigste im Leben bekommt man doch geschenkt und gar nicht für Geld. Das ist Gesundheit, das sind gute Freunde, das könnte ein Sonnenuntergang sein, dass wir nicht vergessen, uns auch daran zu erfreuen, an den Dingen, die es nämlich gratis gibt. Hier geht's zum letzten Gespräch mit Michael, schaut mal vorbei, wie viel davon schon eingetreten ist. Ich bin selbst erschrocken, als ich dort vorbeigeschaut habe. Vergesst nicht, den YouTube-Kanal zu abonnieren und schaut auf jeden Fall mal wieder vorbei. Vielen Dank, Michael, ganz, ganz tolle Worte von dir.